So, jetzt nochmal. Wir sind wieder da. Wir haben. Ich habe ein bisschen vorgespult, weil ich eigentlich die Aufnahme von diesem Level schon gemacht habe und dann irgendwie wurde sie überspeichert und bla, keine Ahnung. Also machen wir es nochmal. Wir wurden gerade von dem Papa von uns, von unserem Papa geweckt und wir sollen jetzt in die Kammer gehen. Und wir dürfen nicht erwischt werden, da noch andere auf sind. So, ich weiß es natürlich jetzt, deswegen geht das jetzt ein bisschen schneller. Also, wir müssen jetzt das Ding kaputt machen. Und dann kommt... Ah, warum, Charles, warum ist hier kein Licht? Ja, ich habe Angst im Dunkeln. Bla, bla, bla. Ah. Ich will mal wissen, was das war. Hä? Da ist nix. Scheiß Uhr, ey. Weg damit. Was haben wir hier Schönes? Da kann ich doch gerade auf sowas anklicken. Ah, was fallen lassen. Ah. Ah, schön. Das ist hier der geheime Pornodrehraum von unserem Freund Tom. Warum ist hier zu? Warum ist da zu? Warum ist hier auf? Hä? Ich hab da doch gar nicht drauf geklickt, Mann. Das kann ich irgendwie auf. Nee. Und dann müssen wir hier lang. Ja, genau. Und jetzt laufen hier die ganzen. Ja! Ah, geht doch. Also das verstehe ich jetzt nicht, warum wir jetzt entdeckt wurden. Ich stand hinter der Tür, aber okay. Dieses Spiel... Ja, dieses Spiel... ...ist ein wenig komisch. So, Trappe die Trappe. Ich bin da! Papa also von Papa! Wurdest du hergeführt. Du hast die Kammer gefunden. Gut gemacht, Lucius. Meine beiden dummen Kinder haben seit Jahren in diesen Kellern gespielt und nie etwas bemerkt. Ich habe diese Kammer zusammen mit dem Herrenhaus bauen lassen. Damals. Hier ist der Mittelpunkt, Lucius. Dies ist das Herz von Dante Manor. Alle möglichen Dinge sind hier geschehen. Ich habe Gäste von höchstem Rang unterhalten. Jetzt ist es an der Zeit, dass du dein Schicksal erkennst. Du bist berufen, Lucius. Ich habe dich schon viel länger erwartet, als du dir vorstellen kannst. Meine Söhne waren eine Enttäuschung für mich. Auf dich habe ich gewartet. Du wirst uns allen den Weg weisen. Aber du warst leichtsinnig beim Lernen, Lucius. Du hast alles gefährdet. Du hast für zu viel Aufmerksamkeit gesorgt und jetzt müssen wir damit fertig werden. Du darfst nicht entdeckt werden. Keine Sorge, wenn wir ihn in der richtigen Weise entsorgen, wirst du viel stärker werden. Dies ist ein heiliger Ort, an dem das Blut für uns arbeitet. Nun, für dich. Du bist es doch, mein Junge. Warum sprichst du nicht? Bist du die Prophezeiung? Der Meister sagt, er wird die Schuld von meiner Blutlinie nehmen. Ich bin sicher, er meinte dich. Bereite diesen Tisch für das Ritual vor. Ich suche derweil die richtige Schrift. Wie er Brain AFK auf diesen Typen guckt. So. Fabius, nö. Hallo, mein Junge. Hallo. Lass mich durch! Dann nicht. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie finden. Sind das die
Nee, da müssen wir jetzt noch Auffangschalen drauflegen, die sind hier. Großvater hat mir erzählt, er stecke einen Tag mit meinem Fahrer. Er will, dass ich das Opfer. Gab mir die Schuld für den Reparatur. Ich mache den Tisch besser fertig. Eine der Tassen ist zerbrochen. Sie wird kein Blut halten können. Ich muss sie reparieren. Jo, das wissen wir, weil wir jetzt hier Kleber gefunden haben. Den haben wir uns irgendwann vorher mal genommen. Wenn die wären ja Folge. Zack. Das haben wir. Den müssen wir jetzt da fesseln. Das ist ziemlich einfach eigentlich. Jetzt müssen wir die Schalen in die richtige Position legen. Der muss, glaube ich, ein weiter. Nee, da muss er hier hin. Der muss dahin. Der muss. Dahin. Oh, Blut. Schön. Und der muss. Nee, dahin. Machen wir noch ein paar schöne, sexy Fotos. Oh ja. Oh! Ja! Ja! Oh, das sind geile Fotos. Oh, das ist geil. Oh, schön. Hallo, oh, dich, mein Junge. Halt dein Maul. Ich will dich nur fotografieren. Hallo, Enkel. Schön! Weiter so. Beweg dich. Das reicht. Wir legen jetzt genug. Und, Streichhölzer. Machen wir die Kerzen mal an. Er glaubt, dass er packt mit meinem. Aber hier ran, nimm den scheiß Dolch und GG. Nom 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 nom. Ah, mein Kopf. Was ist das für ein Ort? Was zum Teufel? Lass mich einfach gehen. Okay, Körner? Okay. Beruhigen wir uns und finden heraus, was hier passiert ist. Heilige Scheiße! Wie hast du das gemacht? Ist das Kreuz? Es wirkt auf ihn! Wird dich im Zaum halten! Halt dein Maul! Ja! Schlitzmeer! Halt dein Maul! Fick dich! Verbrenne! Burn, Motherfucker! Burn! Oh, war ich zu schnell? Burn! Oh, nochmal Zeitlupe, komm! Zeitlupe! Burn! Bam! Ja, fick die Wand. Oh, geil! Bist doch nicht tot!
Das Buch Leviathan, Anton LaVey, Anrufung Satans. Heilige deinen Streit, erwecket die Starken, lasst herzukommen und hinaufziehen alle Kriegsleute. Verdammt, Dad, in was bist du hineingeraten? Nancy, ich glaube, Lucius könnte verflucht sein. Das ist meine einzige Erklärung. Dad war wochenlang verschwunden und scheinbar war er in wirklich verrückten Okkultismus-Kram verwickelt. Ich schließe die Möglichkeit nicht aus, dass mein Vater etwas damit zu tun hat. Aber wir müssen Lucius zu einem Psychologen bringen, um das herauszufinden. Er kann uns selbst nichts sagen. Oh mein Gott, Charles, haben wir nicht schon genug durchgemacht? Und da haben wir wieder einen... Ja, diesmal haben wir zwei getötet. Neuer Tag. Keiner weiß, dass wir es waren. Und, ja. Das machen wir dann... Den Rest machen wir dann... Lucius. Im nächsten Part. Glaube ich. Naja. Und jetzt nochmal für eine kleine Abspann. Du warst in letzter Zeit so ein guter Junge. Okay, das war's. Bis zum nächsten Part. Ciao.